Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir sind uns, glaube ich, in einem Punkt hier, auch wenn man bei Herrn Kluth schon wieder Zweifel haben kann, in einem Punkt einig. Ausgangspunkt sind die Kürzungsbeschlüsse der schwarz-gelben Bundesregierung in der Arbeitsmarktpolitik, die auf die Länder durchschlagen. Das ist ganz eindeutig. Es werden im laufenden Jahr erhebliche Mittel eingespart. Die schlagen dann mit diesen 50 Millionen auf Hamburg durch. Und zwischen 2012 und 2014 haben Sie, auch Ihre Partei, mit weitere 16 Milliarden Euro für die aktive Arbeitsmarktpolitik zu sagen weggekürzt. Das bedeutet auch, dass wir in den nächsten Jahren weitere Kürzungen in Hamburg zu erwarten. Zweitens, Herr Dressel, ich halte mich da an Ihre Presseerklärung mit Ursache und Wirkung. Aber zur Ursache und Wirkung gehört auch, dass unter Schwarz-Grün die regionalen Arbeitsmarktmittel auch deutlich zurückgefahren worden sind und in der Periode vorher auch. Und an dieser Stelle, ich nehme an, Herr Scheele wird sich noch äußern, ist auch klar, dass dieses Verfahren, dass man sagt, ihr könnt davon ausgehen, im ersten Halbjahr bleibt es bei 7.250 Plätzen, auch das den Trägern versichert, dann alle zum Dialog einlädt und aus welchen Gründen auch immer dieser Dialog dann sozusagen in einem Kommunikationsdesaster endet, das kann man nicht gutheißen. Das ist jedenfalls ein sozialpolitisches Desaster, mit dem Sie diese Sache eröffnen. Und, Herr Dressel, ja, aber das hätte man zu sagen, Sie können ja sagen, die sollen sich nicht so aufregen, das ist nicht in Ordnung, was da abgelaufen ist. Jedenfalls meiner Sicht nach. Dritter Punkt, und zum Verhältnis von Ursache und Wirkung gehört schließlich, dass der Senat bislang kein Konzept vorgelegt hat. Frau Beckeris, das haben Sie ja auch noch mal bestätigt. Jetzt kann man sagen, der Senat ist doch noch kaum im Amt. Wir können das nicht tun. Ich glaube jedenfalls, wenn Herr Scheele sich zitieren lässt, ich bin der Verwalter des Mangels und nicht der Erfinder, dann ist da ein Teilwahrheit dran. Das akzeptiere ich ja auch. Und ich finde das im Gegensatz zu Ihnen, Herr Kluth, auch gut, dass diese Regierung sagt, sie greift auf die Unterstützung und Beratung des IAB-Instituts zurück. Das ist sozusagen sicherlich gut. Aber, Herr Scheele, Sie können bei sowas nicht machen und sagen, dann warten wir mal ab, was die zur Angebotsstruktur sagen. Jeder so einen Auftrag muss auch einen Rahmen abgesteckt erhalten. Und diesen Rahmen, den müssen Sie hier als Grundkonzept vorstellen. Und dann können Sie sagen, okay, dann soll das IAB mal noch mal sagen, was da dazukommt. Also insofern glaube ich, dass das sozusagen der Ausgangspunkt ist. Und dann möchte ich gerne Frau de Meyrell noch mal sagen, die Arbeitsgelegenheiten, der Integrationseffekt, den Sie ja noch mal gerühmt haben, der ist nun nach allen Untersuchungen, da muss ich nicht sozusagen die von Herrn Kluth übernehmen, wirklich bescheiden. Herr Bösenberg hat das noch mal gesagt, unter 25 sind es mal gerade 25%, oben drüber 10. Und natürlich nehmen gerade auch unsere Fraktion zur Kenntnis, dass das sozusagen für viele Bürgerinnen und Bürger ein Strohhalm ist. Aber zur Logik des Strohhalms gehört auch, dass diese 1-Euro-Jobs mit Sanktionen belegt sind, viele Leute zu sagen, dorthin gezwungen werden und der Umgang mit den Trägern nicht okay ist. Insofern ist ja ein Fortschritt in der Debatte, das, was hier ja auch durchgeklungen ist, dass wir diese Arbeitsmarktinstrument ändern müssen. Und das, darüber könnten wir ja dann weiter auch diskutieren. Ich möchte nur abschließend darauf hinweisen, das, was jetzt da abläuft mit den Kürzungen dieser Mittel, das ordnet sich für unsere Fraktion ein in das Trauerspiel der Entwicklung der Regelsätze von 5 und dann nochmal 3 Euro bei gleichzeitiger Kürzung.
Und es ordnet sich für uns ein in das, was wir gestern besprochen haben, in das sogenannte Bildungspäckchen. Und Sie hätten heute bei uns in der Fraktion, heute ist Girls Day, da hätten Sie hören können, was die Girls sozusagen bei uns sagen über die Bedeutung von Bildung und kostenlosen Mittagessen. Ich möchte Sie ungern unterbrechen, aber Ihre Redezeit ist abgelaufen.